Schneegestöber, Eisflächen, kalte Temperaturen. Vor 20 Jahren war der Januar noch richtig winterlich. Auf Skiern durch den Branitzer Park gleiten, für dieses Vergnügen reicht der Schnee schon seit Jahren nicht mehr aus. Dafür freuen sich jetzt die Autofahrer. Vor 20 Jahren mussten Cottbusser ihr Auto noch mühsam freischaufeln. Aus weißem Schnee wird irgendwann brauner Matsch. Auch das bleibt uns 2020 erspart. Anscheinend war Cottbus damals eine richtige Wintersportstadt. Eislaufen ging mitten in der City. In den Wintermonaten stand mitten in Cottbus eine Eisbahn. Für 5 Mark pro Stunde konnten die Besucher aufs Eis. Anscheinend lief es damals aber nicht ganz so gut. Wir sehen, heute ist die Bahn gut besucht. Wir haben natürlich aber auch Zeiten, wenn man den ganzen Tag berechnet, wo natürlich die Bahn nicht so gut besucht ist, aufgrund von Arbeit bzw. auch das Wetter manchmal uns einen Streich spielt. Ne? Insofern, aber wir können natürlich, wie sagt man, klagen gehört zum Handwerk. Auch wir müssen klagen, dass wir es uns besser vorgestellt hätten. Aber ansonsten, insgesamt geht's schon. Heute gibt's die Eisbahn leider nicht mehr. Im Januar 2000 stand außerdem ein großes Himmelsereignis auf dem Programm, die totale Mondfinsternis. Gerd Thiele vom Cottbusser Planetarium war damals schon der Experte für Himmelsphänomene. Also am besten ist es, wenn man eine Sonne hat, eine Erde und den dazugehörigen Erdmond. Das braucht man und alle drei müssen in der richtigen Position sein, so wie ich das hier andeute. Und zwar, wenn ich das mal am Gerät zeigen kann, befindet sich die Erde in der Mitte, die Sonne auf der einen Seite und der Mond befindet sich hinter der Erde, sodass der Schatten der Erde, den er durch das Sonnenlicht wirft, auf den Mond fällt und den Mond verdunkelt. Am 21. Januar um 4 Uhr morgens hat sich der Mond dann verdunkelt. Im September 1999 ist ein Flugzeug in der Nähe von Neuhausen abgestürzt. Im Januar 2000 haben die Behörden den Fall dann aufgeklärt. Der Flugzeugführer, ein ehemaliger Kommandeur einer Hubschrauberstaffel der NVA, stand unter Alkoholeinfluss. 3 Menschen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Zu guter Letzt zog Ende Januar der Trachtenumzug des Niedersorbischen Gymnasiums durch die Stadt. Über den aktuellen haben wir letzte Woche berichtet. Die Tradition wurde aber auch schon vor 20 Jahren begangen. Damals vor der Kamera noch ein bisschen ausgelassener. Sieht aber da schon nach Spaß aus. Naja, und das hier mit der Zigarette im Rathaus, da schauen wir mal drüber hinweg. Ist ja bestimmt schon verjährt.